Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. Schon Gegner gefunden, los geht's. So, ich habe gestern und heute nochmal Rush geübt, aber ich bin ungeeignet für Aggression. Ich habe das, also früher hat es gut geklappt, inzwischen klappt es bei mir nicht mehr. Muss man, glaube ich, mit leben. Wer mehr dazu sehen und hören möchte, das habe ich auf meinem Patreon was hochgeladen zu. Aber ich glaube, dass im Kern man sich einfach zu sehr an gewisse Einheitenkombinationen gewöhnt hat. Und ich sehe nicht den Nutzen da drin, jetzt einfach nochmal alles von vorne mit Rush zu erneuern in meinem Kopf. Weil dann das andere wieder verloren geht. Ja, ich habe das ja schon mal gewechselt. Cost Control, Luft. Roller kommen da gleich. Ja, ballern wir auf den Gegner. Seitlich, wenn Freunde kommen. Dann habe ich sowohl hinten abgedeckt, als auch wenn ein Crawler von da gleich kommt, hoffe ich, wenn er da steht. Genau, und der geht dann gleich in die Mitte nochmal gucken, dass er die holt. In der Mitte muss man immer aufpassen, ich bin echt kein Freund von diesen mittleren. Der neigt dazu, dann nach links zu gehen und sich dann nicht um den rechts zu kümmern, der durch die Mitte läuft. So oft entsteht durch den eine Lücke, man genügend vielleicht verzichten kann. Jetzt mal gucken, welche Arklets wie getroffen werden und dann nochmal einen Schaft dahinstellen. Der Crawler ist durch. Nice. Der Marksman ist ein bisschen schwer zu kontern, weil die Artillerie ja den Fang töten würde, wenn man normal dahin stellt, ne? Ja, wie machen wir das? Eine Wespe da rein donnern wahrscheinlich. Oder einfach nochmal extra einen Crawler. Die Salve hat getroffen. Weil wegen dem Headquarter, glaube ich, so stark. Zweiter Crawler. Wird er wahrscheinlich spiegeln. Die Leute haben ja diese Macke. Ja. Ich habe jetzt kein großes Investment vor, oder? Also die Wespe ist dann 250. Ja, nee, nicht mal, das ist ja preiswerter bei mir. Und dann nochmal einen von denen, der da ein bisschen für Hilfe sorgt. Genau, und der rollt auch nochmal dazu. Immer noch kein Schaftclear der Gegner. Kann man vielleicht drüber streiten, ob es Schaftclear ist, aber ich finde es nicht so gut. Keiner Assault. Wogegen hat er denn die Marksman geholt? Vielleicht will er die Arclights damit abknallen. Aber das hat er ja eigentlich schon gehabt und normal lohnt sich das auch nicht dafür. Na, lass uns mal überraschen. Habe ja schon die Wespe, bin ja sehr zufrieden mit dem Aufbau. Nächste Runde dann die Reichweite bei denen ausgeben, wenn es vom Geld passt. Geht der Gegner jetzt holen? Den Mustang wahrscheinlich, ne? Ist ja eine sehr populäre Antwort darauf, die Wespe. Er ist der Bessere, heißt das übersetzt. Na gut, wenn er das sagt. Ja, Fire Badger ist eigentlich super gut. Level 3 auch. Die Frage, ob das da oben in die Adler überleben würde, ne?
glaube, ich mache aber die Rhinos und verkaufe die dann nacheinander. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Der Typhoon ist eigentlich sehr stark, wenn der Level hochgeht. So richtig Bedarf habe ich an gar nichts, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ich mache das und verkaufe die dann peu à peu vielleicht. Falls der Badger kommt halt, aber sonst verkaufen wir die halt. Genau, ich denen jetzt Reichweite gebe. Aber das direkt so. Genau, dann kann ich hier nämlich jetzt Reichweite geben. Und mir nochmal hier was gönnen. Ja, manchmal stimmt die Anzeige auch nicht. Okay, machen wir einfach so. Immer noch kein Bedarf für den Schaden, glaube ich. Wegen dem Item da. Aber ich wüsste nicht, wem ich es geben sollte. Es werden immer mehr Marksmen da vorne. Ich denke mal, der wird gleich seinen Vulken holen, ne? Deswegen würde ich jetzt nicht mehr Crawler holen. Also, ich würde jetzt dazu tendieren, zu sagen, ich gehe jetzt all in Artillerie bei dem Bild. Der Rhino hat seinen Job gemacht. Je nachdem, wie viel Typhoon der spielt, vielleicht auch ein Skorpion. Mit dem Schaden bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Den vielleicht ein bisschen tankier machen. Also ich mache jetzt einfach Artillery erstmal. Dagegen gibt denen auch die Range. Sollen die gehen mal ein bisschen losballern, die Raketen. So, jede Richtung sollen die Dinger. Klar, die sollen uns hier upgraden, dass sie schön tanky werden. Den Crawler nochmal. Wie gesagt, mit dem Item, ich bin mir halt noch sehr unschlüssig, wie ich das geben soll. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich irgendwo das rechtfertigt. Vielleicht auf den hier vorne. Wegen dem da. Wespe. Vielleicht die Panzerplatte gleich ausgeben. Wäre immun gegen den, der oben fasst. Was hier hingepackt in die Ecke. Okay. Kannst du denn damit machen? Wegporten oder hat er trotzdem zwei Wespen? Budget. Hier aber ist kein Problem. Dann stelle ich gleich aber die eigene Wespe dann dazu, oder? Ist ja eh ein guter Modell, hängt da vorne. Und wenn er die holt, habe ich die Artillerie ja schon. Diese Runde ist ein Problem wahrscheinlich. Wespe. Diese Salve hätte halt jetzt hier guten Schaden gemacht ohne Headquarter, ne? Ja. Also der Rest ist ja trotzdem tot. Das ist wirklich der Wespenangriff gewesen. 179 Leben hat so eine Wespe, verstehe.
Ach ja. Ja, das geht, glaube ich, immer. Was weg ist, ist weg, sage ich ja immer. Ja, genau, wegen der Wespe. Also mach mal einfach eine eigene Wespe dahin. Ich glaube halt, der kann die durchaus plätten, wenn die da steht. Also der läuft ihm ja hinterher, ne? Das heißt, wenn ich meine Wespe ein bisschen versetzt dazu mache, dann aggroen die jetzt erst dagegen. Das müssen die eigentlich sowieso machen, oder? Mit dem Aggro. Und dann kann ich entsprechend hoffentlich die beide besiegen. Mal sehen. Lass uns mal überraschen. Ja, dann spielen wir einfach auch nochmal eine Wespe. Reichweite bei der Wespe vergeben. Tut ja nicht weh, wenn die das hat. Panzerplatte für 200. Ja, passt doch, ne? Versuchen wir es mal. Die Rhinos würde ich halt jetzt einfach nochmal durchlaufen lassen. Huch. Das war jetzt natürlich ein astronomisch großes Investment für eine doppel-nervte Wespe. Ich glaube, da hat er jetzt ein bisschen übertrieben. Kann sein, dass ich wieder zu wenig Flugabwehr deswegen jetzt eine Runde habe, aber das war, glaube ich, ein heftiges Investment für eine richtig beschissene Wespe. Muss ich gleich mal gucken, ob ich dann einen Mustang hole. Kann durchaus sein, dass er die einfach verdoppelt jetzt jede Runde. So, der tankt jetzt auf jeden Fall hier ganz ordentlich. Naja, so ein bisschen. Halt dreimal Wespe dabei gewesen. Ne? Zum Beispiel im Tanken ist ein bisschen schwieriger geworden. Meine Wespen sind Biester dagegen. Biester. Und die geben ja genug XP die anderen Wespen, auch wenn die halt ne, squishy sind. Das Wespenduell können wir gerne machen. Das ist sicher spielbar. Da macht er es den Schaff clear, man weiß es nicht. Der ist ja tanky genug, ne? Level 3. Mal sehen, ob wir da irgendwie durchkommen. So, die Wespen alle aufleveln. Die auch, sehr tankiness. Jetzt kommen die dicken Dinger, ist eine Geldfrage. Aber wie gesagt, wenn der jetzt die Wespen macht, ne, dann lohnt sich, glaube ich, schon, jetzt hier links, rechts die einmal komplett zu clearen. Die laufen hinter dem Rhino her, das glaube ich ganz angenehm. Die können jetzt natürlich auch da in der Mitte auftauchen hier, ne? Dann muss die eine Wespe da durch. Das muss man sich mal anschauen. Crawler nuken. Ja, machen wir den hier. Kann er gerne umstellen, die Wespen. Ich habe eigentlich noch kein Upgrade. Müssen wir gleich mal schauen. Was hat er denn jetzt geholt? EMS. Gegen den Rhino? Ich meine, der ist eh immun, also nur gegen den eigentlich. Okay. Das wäre wieder die zweite Fähigkeit. Also, das sind alles Bonuskosten, die er dadurch hat. Hat er, glaube ich, verkauft, was immer er geholt hat, oder? Ja, mit dem Feuer könnte jetzt für die Mustangs ein bisschen schwierig werden. Aber sie arbeiten sich schon durch. Das dauert nur einen kleinen Moment. Zwischen den Feuer. Ich habe ja noch eine Handvoll Wespen. Small Units Fan möchte weitermachen. Kann er gerne. Ich überlege halt, ob ich eine War Factory mache, aber es wegen diesem Marksman, glaube ich, nicht so gut.
Raketen abfangen und so. Das ist immer gut. Das ist für mich auch ein bisschen schmerzhaft. So, mal gucken. Also immer die Reichweite relativ sicher. Die Steeballs. Genau, da war ja nichts Dickes. Entsprechend haben die auch nicht viel gemacht. Welche Überraschung. Die werden jetzt einfach mal gehämmert, vermute ich. Und die sind ja relativ wichtig, ne? Und da kann der Markt dann auch ein bisschen mehr ballern. Also von daher geben wir jetzt einfach nochmal die Wespen eine Runde aus. Huch, ach, da war ein 100 Unterschied, okay. Oder mal eine Flanke umsonst bekommen, weil ich glaube, der steht da ja gleich nicht mehr, ne? Das war einfach mal eine Runde da durchfliegen von oben. Trick 17. Genau, ansonsten Reichweite und Schaden. Ah, üblicherweise ist er da geblieben. Ich hätte gedacht, wegen diesem Sturm, dass er halt weggeht, ne? Er spielt das halt alles ein bisschen anders, der Gegner. Aber dann ist meine Wespe jetzt wahrscheinlich tot. Hat ja, ne, das dritte Upgrade schon ausgegeben hier. Na gut, dann sind wir die los, die Wespe da oben. Ich kann nur hoffen, dass mein Sturm den hier schön tötet, stückchenweise. Er hat kein Orbital bei mir genommen, okay. Also ungefähr 100% der Moves des Gegners überraschen mich. Was ja eigentlich eine gute Sache für ihn ist, ne, wenn ich überrascht bin. Ich habe nur das Gefühl, dass die meisten Überraschungen nicht kosteneffizient bei ihm sind. Dabei. Tanken, tanken! Da kommt die Wespe. Na, dann zeig mal, was du kannst. Schießt der von da unten. Es regnet Vögel. 2, 3, 4, 5, alle weg. Also im Schluss sage ich es immer wieder, es ist ein Wirtschaftsspiel auch irgendwo, ne? Und also das zweite Upgrade, ne, für alle Marksmen, also ich weiß eh nicht, warum er die Marksmen geholt hat, aber das zweite Upgrade für die Marksmen war sehr teuer und konnte nur einen der beiden Rhinos kontern. Gerade Rhinos brauchen eigentlich keine solche Konter in aller Regel. Und dann natürlich bei den Wespen drei Upgrades bei einer Cost Control Mass-Produced Wespe. Drei Stück, das ist schon sehr, sehr heftig, ne? Also da waren, glaube ich, sehr, sehr viele ineffiziente Geschichten. Und dieser gelevelte Typhoon, der kam ja gelevelt, ne? Der würde halt skalieren mit Level, wenn man den Fähigkeiten gibt. Das ist halt eine super Sache, aber hat er keine gehabt. Also er hatte Item, aber keine Fähigkeit, ne? Also das Item würde ja zum Beispiel multiplizieren seine Effizienz zusammen mit so einem Rage meinetwegen, ne? Oder Luftabwehr, oder was man da nimmt. Also da war wirtschaftlich, glaube ich, hat er da viel einfach liegen lassen. Das war, glaube ich, der entscheidende Faktor. So, nächster. Auf jeden Fall wieder angenehm, wenn man von hinten gemütlich spielt. Ich fühle mich einfach sehr wohl, weil ich das Gefühl habe, dass ich meine Einheiten dann ein bisschen besser kenne. Ja, also ich habe eine Übersicht, ich weiß, wie ich auf Flanken reagiere, wie ich die Aufstellung machen muss. Muss keine eigenen Flanken spielen, was nicht alles, ne? Also ich glaube wirklich, dass das extrem, extrem wichtig ist, dass man so einen, dass man guckt, dass man so ein Rüstset hat, ne, mit dem man spielen kann. Also dieses Aggro-Aufstellen zum Beispiel, wenn er das selten macht, das so ist, ob er irgendwie Magic the Gathering spielt, mit einem Deck, was er nicht kennt. Ne? So könnte man das auch formulieren. So kann ich mich halt mehr auf das Spiel konzentrieren als auf Einheiten und was nicht alles. Sticky Oil müssen wir irgendwann mal patchen. Macht im Vergleich zum Feuer noch nicht so viel Sinn. Tools. Genau, und hier auch die Geschichte. Ich weiß, welche Einheiten bei mir klappen und welche nicht. Ne? Das würde ich rausnehmen, das würde ich rausnehmen. Dann bleiben nur noch die über. Und bei der Tarantel ist das, glaube ich, ein No-Brainer. Für mich zumindest. Ich denke aber auch, dass das ebenfalls von den, ne, Dings abhängen kann. Eben davon, dass ich mich hinten hinstelle. Wir haben es ja bei Kebals gestern gesehen, ne, dass der halt Bodyfight. Dass bei ihm halt hervorragend geklappt hat. Mit Steamballs und Mustangs, aber er entsprechend auch nur Aggro spielt. Ne? Also das gehört da, glaube ich, schon zusammen.
Ja, die Panzer halt nochmal eine Rakete aus, er kann von hinten kommen. Jo, ja, die sind halt ein bisschen gepanzert. Das ist, glaube ich, nicht so relevant für mich. Ja, das ist so Käse. Ich pack das nur in das Headquarter hier. Und der kommt da von hinten nochmal dazu ballern. Wie lange überlebt er das? Rakete. Kann das praktisch anklicken. Vergessen, das ist ja Rhino, genau. Das wird ganz angenehm, weil er mittig steht. Da ist echt links und rechts eine Flanke halt zu holen bei ihm. Ja, gegen die Adler ist das immer so eine Sache, aber ich meine, sind halt drei Fangs, ne? Die müssen aber dann von hinten kommen, die Freunde. Okay, so, ansonsten, da wo die Adri da vorne steht, kann ich die, glaube ich, mit einem Crawler wirklich sinnvoll ablenken die ganze Zeit. Das können wir, glaube ich, verantworten. Ansonsten nochmal bei dem kleinen Vieh aushelfen. Was weg ist, ist weg. Ich glaube, den kriege ich da nicht mehr. Ich brauche nächste Runde auf jeden Fall Schaden für den hier. Ich glaube nicht, dass der Rhino besonders geil dafür ist. Im Moment sind es Artillerie-Ziele, zumal die Leute meist die Raketenabwehr dann spielen, die ich dann instant gewonnen habe, gefühlt. Also da überlege ich wirklich einfach wieder Artillerie dazu zu packen. Schnell, schnell, schnell! Er hat keine Loose Formation dabei, dann kann ich also bei den Arc Lights auch investieren. Ja, eine gute Adlerie-Salve bei dem hier ist, glaube ich, schon Gold wert. Und die stehen ja auch gut dafür, der Rest. Ne? Das können wir, glaube ich, machen. Und ich denke halt immer noch, dass das eine Falle ist, wenn die Leute Raketenabwehr dann spielen. Wenn ihr zwei Adlerie holen, dann holt ihr zwei davon und Raketenabwehr in der übernächsten Runde, dann verkaufe ich die Adlerie wieder. Und dann hat er also umsonst geholt. Es gibt zumindest keine Fangs, die das Hardcore rechtfertigen, die zu behalten, glaube ich. Wenn ich es nicht hole, komme ich da durch. Den kann man ja zur Not an der Front hacken gleich und solche Geschichten. Da müssen wir mal sehen. Das ist aber schon stark. Genau, müssen die Crawler ein bisschen früher wegholen. Machen wir erstmal die Artillerie. So viel Zeit muss sein. Ja, mit der Tankiness. Nächste Runde für meinen Rhino wahrscheinlich, ne? Erstmal mal gucken, wie es rumlaufen. Muss man schon ein bisschen vorsichtig gestalten. So vielleicht. Wenn ich den da links töte, ich meine, der hat ja zwei Arclights stehen, das ist schon heftig.
Guck trotzdem mal, was passiert, wenn ich den einen töte, aber wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Schauen wir mal. Was wird das denn hier? Arclight-Spam? Bin ein bisschen überrascht. Auch so einer, der so ein Spiegelproblem hat. Oder den Mönch im Kopf oder wie auch immer. Könnte auch mal wieder ein Fortress spielen, aber ist so eine schwer durchsetzbare Einheit. Das nennt sich Pech, sowas. Puff. Ja, die Raketen waren schon richtig, aber das Schild war gerade fies. Und klar, ich habe halt noch in Summe zu wenig Schaden, ne? Aber vielleicht hole ich wirklich mal einen Fortress dazu. Habt ihr noch ein Ding? Ach, der Rhino kommt jetzt gleich, genau. Ja, der Adler ist schon die richtige Einheit. Ich muss trotzdem was zum Tanken eventuell organisieren. Haha, das Schild! Na ja, gut. Ja, wir hacken uns jetzt einfach mal da durch. Noch ein Kleinvieh hat er da nicht stehen. Ja, noch mal ein bisschen früher die. Müssen wir gleich mal gucken. Bisschen mehr davon. Level tut sich immer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, also ist noch zu teuer. Ich mache jetzt einfach noch mal Raketen. Können wir doch Schild da gleich holen. Der hilft hier vorne aus bei dem. Das glaube ich schon okay. Und dann gucken wir uns das nochmal eine Runde an, das Ganze. Können wir eigentlich da vorne auch ein Schild setzen hier? Trick 17. Einfach mal sehen, ob das funktioniert. Ansonsten eine Runde laufen für unseren Kameraden da links oben. Nice, Raketenabwehr. Ja, da mache ich jetzt nur noch Artillerie, oder? Dann habe ich es, glaube ich. Auch jetzt einen kleinen Moment da oben. Generation. Könnte man auch einen Hacker dazu packen. Gerade weil auch die ganzen Arclights da sind, gibt das ja dann, ne? Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Guck mal, ich habe auch ein Schild, was klappt. Das kann ich auch. War, glaube ich, ein unnötiger Ego-Move, aber trotzdem macht Spaß. Oh, Feuerchen, da kann er umsonst nochmal ein Schild legen. Das gönne ich mir. Ja, legt er das bei mir? Kann durchaus sein. Also, da legen wir auch nochmal ein Schild, ne? Genau. Ansonsten hier, ja, All-in-Artillerie ist halt, ne, am Anfang noch ein bisschen teuer. Vielleicht hole ich erstmal den Hacker dazu. 300 Range. Nochmal ein Crawler dabei. Hoffentlich passt das dann da. Hier links oben lasse ich nochmal als Ablenkung da stehen eine Runde. Für dem Item halt, ich hatte eigentlich überlegt, ob ich jetzt gleich den Fortress halt hole. Aber ich mache es jetzt mal hier drauf, wo ich es jetzt gar nicht mehr benutze. Oben gucke ich mir noch eine Runde an. Okay, jetzt hat er hart investiert. Da wollte er wohl kein Risiko eingehen, aber glaube ich nicht die Runde. Ja, in der Mitte hat er dann das Investment, glaube ich, vergessen. So, jetzt den Hacker hier. Heck doch mal so ein Panzer, statt so eine dummen Feng.
Jesus, Mann, heck doch mal, danke. Also was für ein Albtraum. Der eine Fang, da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Das war ja albern gerade, wie lange der Hacker daneben gegangen ist. Ja, Luftabwehr fehlt. So, jetzt haben wir erstmal den großen Panzer. Hat einen Moment gedauert. Level up. Geht also gleich schneller. Ich glaube nicht, dass die paar Fangs das da machen. So, der muss ja jetzt seinen Panzer verteidigen. Er will ja nicht die Raketenabwehr da wegmachen, ne? Bin ich mal gespannt, wie wir das lösen. Das ist der Wettkampf um seinen Sabertooth. Ich kann doch verkaufen, aber dann gehen ja meine Raketen alle durch. Das will er sicher auch nicht. So zumindest mein Verdacht. Ja, jetzt hier versuchen einfach reinzuboxen, dass ich das Kleinvieh da wegkriege. Bisschen tricky. Feuerraketen da rein. Das ist ein bisschen riskant, ich versuch's aber einfach mal. Genau, ansonsten klar, den Hacker leveln. Gerne nochmal einen zweiten dazu holen. Gerne mal ein Schild dazu holen. Panzer alle? Na, weiß ich nicht. Den auf jeden Fall, aber den anderen weiß ich noch nicht. Ja, und jetzt müsste ich mich vielleicht doch um die Luftabwehr leicht kümmern. Glaube ich, immer ein guter Call. Genau, der muss ja eben nur weg. Da war jetzt noch ein zweiter, den kriegen wir aber auch noch weg. Jetzt holen wir den hoffentlich schnell weg. Wir hacken schon den ersten und dann kommen mehr Raketen durch. Da haben wir den ersten, jetzt kriegen wir den zweiten und so weiter, hoffe ich. Zweite. Dritten kann ich irgendwie kaum sehen von dem Bildchen. Aber haben wir auch jeden Moment. Und mit jedem kommen mehr Raketen durch. Zack, meins. Und jetzt noch mit den Wolken bitte dazu. Die müssen dann gleich Reichweite bekommen, die Phönix. Nice, dass die alle quer laufen, wie mit dem Heck. Wenn sehr viel deutlicher, kann ich glaube ich nicht zeigen, warum dieses Hintenaufstellen für mich besser funktioniert. Da kann ich alle Distanzen einschätzen und die Einheiten. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es deswegen besser sein muss. Wir haben noch einen Hacker für ein bisschen weiter links. Und ansonsten brauchen die Reichweite, Level und mehr davon und Finisher-Runde. Das passt nicht. Einmal mit Profis. Kann ich die eigentlich da hinten nicht alle ablenken sogar, dass sie noch später zur Party kommen? Wir müssen ja doch ein ganzes Stück da hoch. Ist, glaube ich, schon eine Ablenkung, die ihr Geld wert sein könnte. Genau. Na, kommt da jetzt ein Wespenschwarm oder sowas? Man weiß es nicht. Aber eh kein Geld mehr, um irgendwas zu machen. Also die sind jetzt ein Stück abgelenkt, vor allem der dickste, ne? Der seine teuerste Einheit. Die ist jetzt hoffentlich ein paar Sekunden weg von der Front. Ja, mein Anti-Schaff könnte ein bisschen dünn sein. Gerade hier links hätte vielleicht noch ein Arclight hingemusst, ne? Aber klar, dass er jetzt der Haufen erscheint. Bisschen fies. Den einen hat er jetzt verkauft. Das heißt, jetzt kommen mehr Raketen durch. Für die Hacker gibt es immer noch genug Ziele, hoffe ich. Mehr Artillerie.
Der Blob kommt langsam dazu. Langsam ist das Stichwort. Bis dahin bin ich dann hoffentlich fertig. Klar, dass die Sabertooths so schnell gekontert werden, sonst würden die Schüsse von den Overlords abfangen. Und der nächste gehackt. Ja, ich denke, der Hacker hat das Spiel entschieden. Ist auch eine Einheit, die viele nicht auf dem Radar haben, muss man fairerweise dazu sagen, ne? Weil der ist halt so spezifisch, dass viele Leute den einfach. Also man sieht den halt zu selten und deswegen ignorieren viele den auch, ne? Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber er hatte halt, ne? Also, da ist ja gar kein Schaff, ja, der funktioniert. Das ist eine Handvoll Schaff, die alle auf der Höhe im Prinzip, also relevante Schaff auf der Höhe von dem sind und die Feuerraketen, ne, werden auch nicht abgefangen. Und der da war zum Beispiel da hinten jetzt abgelenkt. Also war im Grunde genommen Schaff clear für drei Hacker, die nonstop gehackt haben. Ne? Und das war natürlich katastrophal. Ich glaube, wenn hätte er die Overlords mit Artillerieschuss ausgeben müssen, hat er nicht drin gehabt, damit der Gehackte sofort stirbt. Ja, aber Overlords, gegen wen würde ich halt fragen, ne? Hier ist keiner, also das ist das einzige Overlord-Ziel, wenn ihr so wollt, dafür lohnt sich's nicht. Und im Prinzip ist der und der schon die Konter von dickeren Einheiten. Also der Overlord war mit Sicherheit ein absoluter Fehlkauf in dieser Armee, so würde ich das zumindest zusammenfassen. Ganze 9 Punkte, naja. Okay, machen wir noch eine Runde, vielleicht kriegen wir aufs Maul. Gut für die Abwechslung. Wenn man zu oft gewinnt, denkt man auch, man wäre gut und das ist nicht gut. Und ne, nicht so ungut, aber 1000, was war das, 600 oder was er da gerade war? Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Crème de la Crème. Also da ist immer ganz gut, wenn man ab und an mal die Flügel gestutzt bekommt, damit man auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Lustige Schriftzeichen. Das wäre keine Sprache für mich, ich kann nicht zeichnen. Ciao, Bu. Ciao heißt klein auf Chinesisch. Oder? Ich glaube, es hieß klein. Clubber Lang ist, glaube ich, Mr. T aus dem dritten Rocky-Film. Oder? Ich glaube, das ist der. War übrigens nicht so gut, der dritte Rocky, leider. Der erste ist sowieso der beste, aber ist auch kein richtiger Boxfilm, der erste. Okay, die sind jetzt alle scheiße, die Karten. Jeder einzelne davon. Zumindest so viel, wie ich spiele. Ja. Ja, super scheiße. Und du? Na gut. Ich kann halt mit der Tarantel nichts anfangen, ne? Das ist mein Hauptproblem. Versuche ich die jetzt einfach mit Reichweite zu spielen. Also ich glaube, dass so eine Einheit ist, die muss man halt aggressiv spielen, aber das mache ich halt nicht und von daher kriege ich halt auch die Fresse. Ja, also mir gefällt das gar nicht. Man darf die Tarantel halt nicht als Schaff clear sehen, ausschließlich. Hilft mir aber auch nur sehr bedingt weiter. Ja, eine Wespe da rein donnern. Hinter dem Crawler her.
Bisschen Umf macht das ja. Also vielleicht nachher nochmal so ein Ablenkungscrawler, der lenkt mich aber auch ab. Von der Aufstellung her ist das wieder alles Artillerie-Ziel. Also das kann ich auf jeden Fall immer dabei packen. Das zentral aufgestellte Artillerie bei ihm ist immer dankenswerterweise ein Ziel für die Dinge, für den Ablenkungscrawler. Ich mache aber jetzt Artillerie, weil der gleich Mustang dazu holt und der sowieso schon Artillerie anfällig ist. Muss dabei aufpassen, dass ich da nicht in die Falle laufe, in die Standardfalle. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich inzwischen. Ja, mal den Melting Point. Wenn ich jetzt Artillerie holen, und das sind auch Raketen, dann kann der halt nachher beides gleichzeitig kontern unter Umständen. Und das ist durchaus tricky Stuff. Das ist auch von innen. Das muss reichen. Mal sehen. Meine Crawler kommen ja zwei von rechts, ne? Und er stellt den ja so hin, dass ich das jetzt vielleicht komplett einsacke. Und dann fehlt halt auch der Anti-Chaff auf der rechten Seite. Und dann kann der sich gerade hier gut durchballern. Und da ist halt der angesagte Mustang. Naja, hätte den Chaff gerne geklärt. Aber solange der Anti-Chaff weg ist, bin ich trotzdem gut dabei. Der kann natürlich jetzt hier, also der hatte ja so aufgestellt, dass tatsächlich meine Taranteln etwa drauf schießen können. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Hätte ich Adria gar nicht gebraucht. Dann mache ich jetzt eine Tarantel in der Mitte und Range für die Taranteln. Das sind Budget-Wespen, ne? Also die muss man behandeln wie ein Crawler. Wenn die jetzt sterben wegen irgendwas, okay, ja, das interessiert halt keinen, die kosten 100 das Stück. Das muss man dann auf jeden Fall ganz schnell in seinem Kopf revidieren, dass das keine normale Wespe ist. Ganz, ganz schnell. Das ist Chaff. Ja, Geld oder mehr? Wir machen Geld. Genau, also ich würde den jetzt gerne mit Reichweite ausgeben. Und ein mehr davon. Wir holen einfach zwei. In der Mitte hatte ich ja auch einen benötigt. Schade wegen dem Level, muss man sagen, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas verhökern möchte. Additional. Mach ruhig, mach ruhig. Ich muss auf jeden Fall auf die Raketen aufpassen, wenn ich nicht zu viele Raketen einstecke. Noch lohnt sich ja die War Factory bei ihm nicht gegen die Raketen da unten. Muss dann. Was wird's, wenn es fertig ist? Also Tarantel sollte gegen die Mustang-Spam eigentlich klappen. Genau wie meine Artillerie. Die Frage, was für ein Upgrade der gleich ausgibt. Und ich kann gleich mal Devices aufstellen, weil wenn die Kämpfe verloren werden, werden die gleichmäßig verloren. Das heißt, wenn ich Devices dahinstelle, sollten die das überleben in den meisten Fällen. Und dann können die Taranteln vielleicht ein paar Raketen einstecken. Steht das mit dem Mustang noch nicht so ganz. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Range bei den Jungs. Das heißt, die können jetzt hier Spaß haben an den Seiten. Ich frage, ob das Item schon reicht, um den Schaden zuzufügen. Nee. Nee ist die Antwort. Ganz simples Nee. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, aber mein Tarantel in der Mitte ist einfach gestorben, oder? Weil der schießt immer noch auf Crawler. Das wollte ich eigentlich mit der Tarantel. Ich habe eine Tarantel hingestellt, oder? Das ist ein Tarantel-Komp. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Muss man gleich nochmal nachjustieren. Also solange er den Wraith da hat, kann ich den. Also ich lasse ihn wahrscheinlich sowieso stehen. Früher oder später kommt der was Dickes. Ja, da stand einer, der hat nur nicht Umf gemacht.
Genau. Ja, das hält sich in Grenzen der Nutzen. Aber ich habe zur Not noch eine Feueroption gleich. Dann gehen die alle hinten down. Ist nur die Frage, ob ich das jetzt schon ausgeben will. Der schafft clear. Ja. Ja, also wir können mal so einen Ablenkungstut hier machen. Kostet halt ein bisschen was. Ich lenke mich wahrscheinlich auch mehr ab als alle anderen. Bin ja nicht sicher, woran der gestorben ist da in der Mitte. Aber jetzt haben wir ja, also an den Raketen wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir eine Raketenabwehr. Und dann machen wir mal gegen die Raketen so ein Dings hier, dass wir einfach mal ein paar abfangen. Ich glaube, dass das überleben würde. Ja, da steht eine Adler an der Front. Gucken wir mal. Da ist ein Roller. Der Adler-Spam ist real. Der Vespa hat das gegeben. Die Rakete hatte eine Fehlzündung, oder was war das da gerade? Na gut. Die sollten halt an die Devices reinschreiben, was sie gekontert haben, wie viele Raketen, ne? Oder wie viel Schaden. Damit man es ein bisschen besser einschätzen kann, den Nutzen. Weil wenn da 8 Raketenwerfer sind, gefühlt, dann, ne, weiß man ja nicht, was man wo abgeholt hat. Ja, ist vorbei. Ja, was war's, ne? Also ich würde sagen, die Mustang waren total sinnbefreit hier. Man sieht ja auch bei dem Schaden, was sie gemacht haben, ist ja vernachlässigbar. Er hat sogar ein Item gehabt und ein Upgrade. Er hat halt, als ich die 3 Wespen geholt habe für 300, hat er im Grunde genommen für 800 und dann nochmal die Upgrades, ne? Und das Item hat er halt für unendlich viel eine Wespenabwehr geholt. Und das hat sich halt nicht gerechtfertigt gegen 3 Wespen. Überhaupt nicht. Vorne und hinten nicht. Das Schlimme ist, dass sie trotzdem sogar noch durchgekommen sind. Und die Taranteln waren ja auch schon die Hardcounter gegen die Mustangs. Das kam auch noch hinzu. Und dann ist die gesamte Armee squishy. Also da ist nicht ein einziger Tank an der Frontline. Nicht einer. Ne? Die 2 Crawler, die da reingehen oder so, das ist ja nicht annähernd genug. Da hätte man auch irgendwie Sledgehammer oder Steelboss oder irgendwas zum Tanken gebraucht. Also das ist einfach nur Schaden, Schaden, Schaden und ineffizienter Schaden gleichzeitig. Also ich glaube, das Spiel kann man bei Einheitenwahl zu den Akten legen, als Punkt. Ja, aber die haben auch nicht gelevelt bis auf den linken. Also ich weiß nicht, ob die Taranteln so super gut waren. Mich haben sie nicht überzeugt. Aber die Vespa hat das wahrscheinlich gewonnen. Also wie gesagt, wenn die Vespa 100 kostet, genau wie das Sledgehammer 100 kostet, dann wäre der Dingsbums. Ist das ein Schaff und kann geopfert werden, ja? Da muss man sich weniger drum kümmern. Kostet ja weniger. So, ich bin weg. Ciao, ciao.